Hey ho Leute, der Spawnpunkt oder unser neues Bett funktioniert. Das kann ich euch jetzt versichern. Kurzer Blick auf mein Inventar reicht schon wieder. Ich erzähle euch jetzt mal nicht, was passiert ist. Ihr müsst ja nicht unbedingt wissen, dass ich inzwischen im Nether war. Also wirklich zurück hinten in der Ponderosa und dann mal da so einen Ausflug gemacht habe. Ist halt ein bisschen schief gegangen, wie ihr seht. Und bin wieder hier heil angekommen. Leider kein Holz jetzt für ein Boot oder was. Ja, ich erzähle euch auch nicht, dass ich schon Level 22 hatte. Das wäre ja wirklich so peinlich, wenn ihr das jetzt mitbekommt. Und dann lacht ihr mich aus. Echt da schön gelevelt und so. Und dann war das wieder nix. Ich habe mir eine kleine Dummheit erlaubt und mich etwas zu nah an die Feuerelementare daran gewagt, die Blazes, und naja. Bevor ich die Waffe wechseln konnte, war dann auch schon alles wieder zu spät. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich alles mein Zeug gelagert habe. Die Reihenfolge ist mit mich noch nicht so. Ich bin noch nicht so richtig warm gespielt. Hatte wieder so ein bisschen kleine Pause. Aber da wollen wir mal gucken, dass wir das irgendwie hinbekommen. Ich mache das jetzt einfach so. Das ist ja schön. Ich laufe jetzt einfach mal zurück zu meinem Nether. Habe ich noch irgendwie vielleicht eine kleine Waffe dabei? Vielleicht liegen da wenigstens noch so ein paar von meinen Leveln rum. Also. Ah, gut, das muss ich mir jetzt mal hier merken. Eine Menge Material haben wir hier. Das ist sehr schön. Machen wir das mal so. Ist ja eigentlich alles sehr schön ausgebaut. Hehehe, ich habe ja ein bisschen was gemacht. Sollte doch eigentlich gar nicht schief gehen. Ja, was zu essen. Ja, das habe ich aber alles noch im Nether liegen. Das sollte reichen. Das sollte reichen. Es geht auch wirklich relativ schnell. Also wir haben ja wirklich wunderschöne Wasserwege jetzt hier gemacht. Das ist schon wirklich sehr praktisch. So, und dann kann ich euch auf der Reise natürlich auch erzählen. Ein Schwank aus meiner Jugend oder so. Aber das wollt ihr wahrscheinlich nicht hören. Ups. Aber jetzt muss ich mich erstmal konzentrieren, dass ich hier gleich schön durch meine Stromschnelle passe. Ja, da fahre ich mich immer so mit Freude durch. Das ist immer ein wunderbarer Moment. Da vorne ist sie. Und dann ein bisschen rechts halten. So. Juhu. Und dann nimmt man auch schon genau Kurs da hinten lang. Und da habe ich da vorne ja auch noch so eine richtige Ecke rausgebrochen, weggehackt letztens mal. Irgendwann. Jetzt kommt man hier so richtig schön runter, direkt auf die richtige Richtung. Man kann also praktisch die ganze Zeit mit Vollgas fahren und das ist wichtig. Ein enormer Zeitgewinn. Ja, den Ausflug habe ich vorhin natürlich schon mal gemacht. Da bin ich zurück. Weiß gar nicht warum. Ich wollte, glaube ich, nur mich wieder ein bisschen reinspielen und mal ein bisschen durch... Ja! Okay, da wissen wir also, dass die Stelle noch etwas zu eng ist, um da die Kurve zu kriegen. Jedenfalls in vollem Tempo. So, ja, da habe ich gedacht, fährst mal zurück, so Ponderosa, guckst dich da mal um, habe ich auch glatt getan und ein paar Tiere nachgezüchtet, war alles noch in Ordnung da und dann fiel mir der Nether ein, dass ich da lange nicht war. Und bin also direkt durch das Tor, hab mich da durchgeworfen und bin dann durch den Tunnel unten gelaufen. Ich weiß nicht, wer sich da noch dran erinnern kann. Das ist ja wirklich, das war ja schon, boah, Folge was weiß ich, ne? Und damals waren ja mehrere Folgen da im Nether. Das Projekt ist dann wieder völlig eingeschlafen. Gut, aber dann weiter bis zum Stronghold. Mir fiel halt unterwegs dann wieder ein. Ja, du hast ja auch gar keine
hier diese Warzen gar nicht gefunden. Netherboard hast du gar nicht gefunden. Und das poppt aber hier langsam heute, ne? Da muss ich doch hin. Bin ganz irritiert, wenn das so langsam geht hier. Überhaupt habe ich hier neuerdings ab und zu so ein komisches Flackern am Himmel. Vorhin im Nether hatte ich das schon bemerkt und dachte, das wäre jetzt vielleicht im Nether immer so, dass das flackert, aber irgendwie scheint das doch insgesamt zu sein. Oh, ich befürchte schon fast, dass sich jetzt vielleicht irgendwie mein Monitor oder sowas verabschiedet in den nächsten Tagen. Wer weiß, also, naja, lasse ich mich mal überraschen. Jedenfalls habe ich keine Netherwarzen gefunden. Wäre ja auch wirklich zu schön gewesen. Ey, Leute, warum kommt hier nichts? Ich muss hier mal ein bisschen warten. Ich habe sonst Schiss, dass ich in die falsche Richtung fahre. Die wachsen ja nur auf Soul Sand in so einem Nether... in so einer Nether-Festung. Eine ganze Festung da abgesucht, ohne Ende. Und war nichts zu machen. Da bin ich sogar noch über die Mauer rübergesprungen. Runter und habe dann versucht, mal noch neue Hallen zu ergründen. Sogar noch aus Netherrack noch so ein paar Brücken gebaut. Aber auch keine weitere Festung gefunden. Ich glaub, bin aber der sehr vom Kurs abgekommen, ne? Kann das sein? Ich weiß im Moment nicht, warum das so langsam geht. Ich sag ja, irgendwas verabschiedet sich hier in den nächsten Tagen. Och, wisst ihr was, ich fahre jetzt hier einfach mal so lang. Eigentlich geht es doch nur so geradeaus. Diese Insel da, die kommt mir völlig unbekannt vor. Das ist ja tückisch hier. So was Gemeines. Lässt mich das Spiel hier so im Stich. Eine Reise mit Hindernissen. Kann man dazu nur sagen. Oder vor allem eine Reise mit extrem langsamem Rechner. Ich hoffe mal, dass überhaupt die Aufnahme klappt. Das sind alles so Probleme heute hier. Ich wollte eigentlich Minecraft spielen, aber jetzt muss ich mich hier mit solchen Problemen befassen. Da kommt mal wieder Land. Das ist vielversprechend. Was ist das für eine Wüste? Was sind wir denn vom Kurs abgekommen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wisst ihr, wo wir sind? Wir sind an der Wüsteninsel, wo der erste Bert wohnt. Da hinten, ja, aber logisch, da. Völlig vom Kurs abgekommen und jetzt geht die Sonne unter. Na ja, gut, jetzt weiß ich wenigstens, wie ich fahren muss. Das ist ja wohl völlig absurd. Hier muss ich irgendwie durch. Und dann sind wir schon fast zu Hause. Das müssten wir eigentlich schaffen. Spektakulär, also. Bloß weil mein Rechner heute solche Problemchen macht. Da hinten ist Sumpf. Ja, da müssen wir hin. Noch ein bisschen weiter. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, ich habe einen Kanal bis vor... Ja, bis in unseren Garten. Können wir schön durchcruisen. Wieder Achtung auf die ganzen Killerrosen, ne? Aufpassen. Da hinten sehe ich schon die Fackeln des Kanals. Da müssen wir dann gleich irgendwie durch. Hoffentlich habe ich hier die Killerrosen alle beseitigt. Ich kann mich erinnern, dass ich da mal in einer großen, wütenden Aktion
Da ist auch immer noch ein Hund. Ja, unser einer Hund, den wir mal hatten, der ist ja irgendwie verschollen. Auf Nimmerwiedersehen. So. Keine Killerrosen mehr da. Lässt sich wunderbar fahren hier der Kanal. Da können wir ja direkt bis zu ans Nether-Tor ranfahren. Das ist ja auch direkt hier vorne. So. Hops. Und schwubbliwupp. Und dann sind wir auch schon wieder da. So, dann renne ich nur mal eben schnell. Ah, ein bisschen was. Ach nee, das liegt ja alles da noch. Das ist ja auch nicht gefährlich. Das ist ja völlig ungefährlich sogar. Obwohl, halt, halt, halt. Ich erinnere mich. Ja, jetzt müsst ihr natürlich zwangsläufig, werdet ihr jetzt die Peinlichkeit sehen, die ich mir da erlaubt habe. Sei ruhig. Ich kam an der Blaze-Falle, da kam ich nicht so richtig an zwei der Stangen ran, die da liegen geblieben waren. Da wollte ich mal kurz einen Block wegschlagen und dann näher ran. Das ist mir auch gelungen. Nur zurück kam ich da nicht mehr, weil in der Zwischenzeit wieder neue Viecher gedroppt waren und naja, die passten dann eben auch durch diesen neuen Spalt und wahrscheinlich werden die jetzt da rumschwirren und ich habe jetzt auch kein Material hier. Das heißt, jetzt muss es gleich mal irgendwie schnell gehen. So, mal sehen. Hier ist es. Da ist alles okay. Hier ist es gefährlich. Da können von oben Feuerquallen schießen. So, vielleicht hat er sich abgeschaltet. Ich renne jetzt einfach mal wieder vorbei. Da hinten ist einer. Okay, der verfolgt mich aber nicht. So, hier können wir jetzt nicht mehr. Sechs Lecken habe ich hier zusammen. Immerhin. Ah! Nein! Den hätte ich vielleicht doch zuerst erledigen sollen. Okay. Na gut. Ich sagte ja schon, das ist eine völlig peinliche Folge heute wieder. Aber ich fürchte mich vor nichts. Ich ekel mich auch vor nichts. Das wissen ja schon die erfahrenen Leute von euch. Ich fähle gerne mal so. Es ist ja wieder mal eine schöne Abwechslung zu den gemütlichen Baufolgen der letzten Zeit. Aber das tue ich euch jetzt nicht an. Lass ich wieder zurück. Ich mache jetzt einen Cut. Ja, ich muss da jetzt eben ganz alleine durch. Reise zurück. Einfach mal schlafen. So. Und dann mache ich mich wieder auf. Und dann baue ich mir wieder ein neues Boot. Ja. Und dann werde ich wieder geschlagen. Und da bin ich tot. So. Naja. Wie man es macht, macht man es verkehrt, kann man dazu nur sagen. Das sah so gut aus, ne? Ja, jetzt werde ich natürlich dann gar keine Level mehr übrig haben. Eben hatte ich wenigstens noch 6 von 22. Sehr ärgerlich. Dumpty-dum. Was hat denn da geploppt? Da hat doch irgendwas geploppt, ne? Werde ich beschossen? Ich nehme jetzt noch nicht mal mehr ein Schwert mit. Jetzt will ich es nämlich wissen. So. Wow! Ja, wunderbar. Alles klar. Mich haut jetzt nichts mehr um. Ja, das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Ich lasse mir das nicht gefallen. Und wir sehen uns dann gleich nochmal für ein paar Minütchen wieder. Nein, ihr habt jetzt kein Déjà-vu-Erlebnis. Ja, wir waren hier gerade schon mal tatsächlich. Ja, aber was soll's? Es ist eigentlich,
mal wieder an der Zeit. Es war ja eine super Serie, sag ich mal. Ja, also eine unglaubliche Serie hinter mir an Folgen, in denen ich nicht gestorben wurde. Ja, und ich sage bewusst nicht gestorben wurde. Ja, was meine Umschreibung ist für ich wurde nicht ermordet, nicht umgebracht, gemetzelt, ne, sondern ich wurde gestorben. Ich bin gestorben worden. Jetzt will ich nur hoffen, dass ich nicht noch einmal gestorben werde, wenn ich mich hier wieder in die Höhle der, was weiß ich, Feuerelementare da begebe. Ha. Ja, ist einfach mal wieder Zeit hier für so eine lustige, chaotische Folge, in der ich überhaupt nicht weiß. Ich mache jetzt auch ohne Waffen, wenn es nicht klappt, ist mir auch egal jetzt. Ich kriege das schon irgendwie hin. Ja, das muss jetzt einfach funktionieren. Ihr drückt mir die Daumen. Wenn wir dann hinterher noch ein bisschen Netherwanzen finden, dann ist alles perfekt. Ey, muss mal sein, so eine schöne chaotische Sache hier. Das gehört auch dazu. Manchmal hat man einfach keinen Plan, ne? So, da oben sind die Heinis. Sie kommen da nicht raus. Sie sind nicht gefährlich. Aber ich muss aufpassen, dass der eine Typ von gerade nicht noch hier rumschwirrt. Der ist da aber noch. Ach, nee. Ach. Ach, und der hat mich auch schon gesehen. Was mache ich denn jetzt? Der kommt auch noch hinterher, oder wie? Vielleicht kann ich ihn austricksen. Anderen Weg rennen. Das ist nämlich jetzt mein Vorteil, ja. Ich bin nämlich nicht nur einfach so ein Mob, sondern ich bin ja intelligent, ein intelligentes Wesen, ne? Und ich kann das ja, habe ich mich erschreckt jetzt. Ich kann das ja ausnutzen. Komm, so ganz ohne Waffe geht's dann doch nicht. Ich habe übrigens auch mal eine Treppe reingebaut hier. Wie das ganze Feuer da hingekommen ist, möchte ich jetzt auch besser nicht so richtig wissen. Also das ist auch hier oben alles am Brennen. Wenn ich mich jetzt hier durchschleiche. Ja, ich weiß, das macht man nicht mit dem Schwert und auch nicht mit der Hand, aber was soll ich denn tun? Vor allem muss ich aufpassen, hier ist ja auch wieder da oben, ist glaube ich... Oh! Hallo! Hallo! Lass mich in Ruhe! Komm, Magma! Overkill oder was? Hallo? Wie viele seid ihr? Komischer Magma-Quark da, ne? Die geben mir irgendwie nie was. Ich glaube, ich overkill die oder so. Huch, was ist jetzt los? Hallo? Hallo? Nein! Nein! Nicht! Nicht sterben! War das der... War der das? Oh, 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 oh! Ich werde beschossen! Nein! Oh Mann, ja, okay, so viel intelligenter war ich dann doch nicht als der. Ich brauche dringend noch irgendwas hier, um mir die Tür zuzumachen. Koteletts habe ich hier noch, das ist gut. Komm, komm, komm her damit, so. So, jetzt touche ich natürlich auch überall auf die falschen Tasten drauf. Lass mal was essen. Ja, ich habe wieder hart angeschillt, ne, und das ist das neuerdings auch so, dass man... Mensch, war das knapp. Man muss wirklich, wenn nur eine Keule fehlt, dann heilt man sich schon wieder nicht. Puh, aber vielleicht ist er jetzt draußen, ne? Okay, jetzt nicht übertreiben, nicht übermütig werden.
Ich kann mich jetzt auch nicht so lange hier aufhalten, dann sind meine Sachen gleich weg. El-Katastrophe. Mann, 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 Mann. Komm nun, heil dich endlich. Noch 3 Sterne, komm. Komm, vielleicht ist ja noch irgendwo da hinten. Ist jetzt alles egal, ich will nur meine Sachen wieder haben. Oh, das war's. Ich hatte sogar eine Rüstung an, ach du meine Güte. Schön Matrosenanzug mal wieder. Oh. Okay. Auf der Seite sollte ich sicher sein für den Kerl. Und da ich jetzt die Wut im Bauch habe, ne? Werde ich mich jetzt an den Viechern rächen. Ohne Ende. Sorry, dass diese Folge nun überhaupt keinen Fortschritt gebracht hat. Es war, eine wunderbare Katastrophe. Ah, hallo, willst du auch mal mitmachen? Ja. Kannst du gerne machen, solange mir die Level überlässt. Da oben liegen sogar noch Levelpunkte. Da komme ich hier nicht ran. Jetzt mache ich gleich die gleiche Sache. Und bohre mich da rein und dann... Geh weg, Feuer. Komm ich nicht ran da vorne. Ja, du hast auch Spaß, ne? Ja, ja, ich sehe das schon. Level 6, ja, ich glaube mit Level 6 bin ich hier angekommen, oder nicht? So, nee, sogar 8 hatte ich. Ach, hör doch auf, mich hier zu anzuzünden. Ja, das geht relativ schnell. Boah, ich würde mich so gern an diesem einen Kerl rächen, der mich die ganze Zeit umgebracht hat. 2, 3, 4, gefühlte 15 Mal hintereinander. Aber gut. Ich übertreib's jetzt nicht. Hallo, kommt ihr mal. Macht doch mal voran. Ja, schon viel besser. Na, wenigstens das funktioniert. Mann. Kleine Bestandsaufnahme. Ja, sieht doch schon ganz gut aus. Das sieht doch schon... 35 Stäbe. Oh, oh, oh. Ja, wunderbar. Hier, das kann ich auch mal wieder ein bisschen eine Hose anziehen. Das ist ja sonst... Also, mein, ich renne hier ohne Hose rum. Wer hätte das je für möglich gehalten? Dabei bin ich doch so schüchtern. So. Alles wieder klar. Ne? Gar nichts passiert. Außer die Level. Aber gut, so schlimm ist das auch wieder nicht. Ja. Ja. Na gut, Leute. Ich denke mal, das war es jetzt. Ich habe euch genug angetan. Ja. Aber nun, geteiltes Leid ist halbes Leid. Komm her, hier runter. Komm. Ah. Ich level noch ein bisschen hoch. Ich guck mal, ob ich das, dass ich das irgendwie wirklich schaffe bis zur nächsten Folge. Da können wir uns vielleicht mal ein lustiges so ein Zauberschwert herstellen oder sowas, ne? Alles klar. Bis dann. Tschüss.